Wenn ein Schlussakkord den Konzertsaal erfüllt, dann hat er stets innegehalten und dem Nachhall gelauscht. Ohrenbetäubende Stille, hat ein Kritiker das mal genannt. Jetzt ist der große italienische Dirigent Claudio Abbado tot. Er starb in Bologna im Alter von 80 Jahren an Krebs. Abbado gehörte zu den berühmtesten Dirigenten weltweit und zu jenen, die ganz ohne Maestro-Gehabe auskamen. In der Schweiz hinterlässt er als Leiter des renommierten Lucerne Festivals Orchesters tiefe Spuren. Annette Freitag berichtet. Im Sommer des vergangenen Jahres war Claudio Abbado wieder nach Luzern gekommen, um das zu tun, was ihm seit Jahren das Liebste war. Musizieren mit Freunden, wie er es gern nannte. Abbado und das Luzerner Festivalorchester waren ein Dreamteam. Die besten Musiker ihres Faches, darunter viele Solisten und Abbado. Mehr geht nicht. Publikum und Kritik waren gleichermaßen begeistert. Ja, sie schreiben in Zeitungen, ich habe nicht geschrieben, das ist die beste Orchester in der Welt. Und? Stimmt. Claudio Abbado stammte aus einer Musikerfamilie und wurde schon früh Musikdirektor der Scala. Es folgte die Wiener Staatsoper, dann die Berliner Philharmoniker. Seit 10 Jahren ging Abbado dann völlig auf in der Arbeit mit dem Luzerner Festivalorchester. Die Sinfonien von Gustav Mahler wurden zu Sternstunden seiner Konzerttätigkeit. Was er hier mit den Musikern machte, war ganz einfach Magie. Dies sind Musiker, mit denen ich seit Jahren musiziere. Für mich bedeutet das eine riesige Freude, etwas ganz Wunderbares. Der große Saal des KKL war gewissermaßen sein Saal, in dem sich die Musik entfalten und das Publikum bis in die Seele berühren konnte. Musik kennt keine Grenzen. Ich hasse Grenzen jeglicher Art. Für seine letzten Konzerte in Luzern hatte Abbado Bruckners 9. Sinfonie und Schuberts Unvollendete gewählt. Zum Schluss regnete es Blumen. Und Abbado trat von der Bühne ab. Claudio Abbado war schon länger krank und seit seinen letzten Konzerten in Luzern hatte er alle Gastspiele abgesagt. Trotzdem ist sein Tod nun ein Schock für jene, die mit ihm zu tun hatten. Für Sänger wie Musiker, für den Luzerner Stadtpräsidenten und allen voran für Michael Häfliger, den Intendanten des Lucerne Festivals. Er hat es geschafft, wie nur ganz wenige, vor allen Dingen einfach auch im Moment des Konzertes, das Unglaubliche, das Außerirdische zu schaffen. Das war seine große Fähigkeit und auch mit seinem Schaffen, mit seinem Charisma weit über die Grenzen der klassischen Musik hinauszuwirken. Es ist ein trauriger Tag für die Stadt Luzern. Wir haben einen langjährigen Freund verloren. Claudio Abbado prägte das Luzern Festival über 2 Jahrzehnte wie kein anderer Künstler. Und gerade auch für Liebhaber der klassischen Musik ist das ein unglaublich großer Verlust, wie auch für das Luzern Festival und die Stadt Luzern im Speziellen. Claudio Abbado, auch Förderer junger Solisten. Die Walliser Sopranistin Rachel Harnisch profitierte davon. Abbado letztlich brachte ihr den internationalen Erfolg. Für mich war Claudio ein Zauberer. Es ist unglaublich, mit wie wenig Worten, mit nur einer Geste, einem Blick oder eben seiner Aura, er ein ganzes Orchester, einen Chor, Solisten, alle bewegen konnte. Zu Großen bewegen konnte, zu Sternstunden bewegen konnte. Die Ära Abbado ist zu Ende. Traurig für seine Wegbegleiter, doch seine Musik, die bleibt als kleiner, großer Trost.